Hallo und herzlich willkommen euch da draußen an dem Bildschirm. Endlich eine neue Folge. Und heute geht es darum, wie man Seifenblasen fotografiert. Eine gefühlte Ewigkeit, kein neues Video mehr hochgeladen. Was soll ich sagen? Ich freue mich natürlich, dass ihr immer noch da seid. Ich bin immer noch da. Wir haben 2019. Warum ich so lange weg gewesen bin, hat einen einfachen Grund. Ich hoffe, ihr habt ein Nachsehen mit mir. Genug von dem Vorgeplänkel, wir fangen direkt an. Heute geht es darum, Seifenblasen zu fotografieren, aber nicht irgendwie. Wir werden gefrorene Seifenblasen fotografieren. Und da haben wir Glück, wir sind mitten im Januar. Die Temperaturen gehen nicht mehr über den Gefrierpunkt hinaus. Die letzten Tage hat es sogar ein bisschen geschneit, ist mittlerweile wieder abgetaut. Trotzdem ist es immer noch kalt genug, um Seifenblasen gefrieren zu lassen. Und wo macht man das am besten? Natürlich draußen. Ordentlich knackig kalt, minus 7 Grad hat das Thermometer gerade angezeigt. Ideale Bedingungen, um gefrorene Seifenblasen zu fotografieren. Ich habe mich mal wieder zum Fotografieren in den Wald begeben, weil hier gibt es ganz einfach verschiedenste Strukturen, verschiedene Hintergründe, verschiedene Farben. Und da kann ich einfach mal so ein bisschen an Lust und Laune rumprobieren, gucken, was unserem Seifenblasenmotiv da am besten tut. Und ich habe jetzt auch schon eine Stelle gefunden, die sich wunderbar eignet. Ich werde jetzt mein Equipment auspacken und wie das aussieht, das erkläre ich euch jetzt. So, und dann komme ich auch schon zu dem Equipment, was wir für unser Vorhaben benötigen. Ganz klar, als erstes natürlich eine digitale Kamera. Dabei ist es relativ egal, ob ihr wie ich eine Spiegelreflexkamera benutzt oder eine Systemkamera, eine Bridgekamera, eine Kompaktkamera. Wichtig ist wirklich, dass ihr die Möglichkeit habt, die Blende selber zu bestimmen. Ihr benötigt also entweder eine Kamera, die eine sogenannte Blendenvorwahl hat, also ein Halbautomatikprogramm, oder mit der ihr wirklich in der Lage seid, die Einstellung komplett manuell vorzunehmen. Des Weiteren ist insbesondere im Bereich der Makrofotografie natürlich immer ratsam, hier so ein Stativ, das kann auch so ein kleines Reisestativ sein. Nichts Wildes, Hauptsache die Kamera hat einen festen Halt. Und ganz optimal ist natürlich, wenn ihr hier noch so einen passenden Fernauslöser habt, kann auch kabelgebunden sein, damit ihr Verwackler beim Auslösen vermeidet. Wenn ihr vorhabt, die Seifenblasen jetzt wirklich in den Fokus zu setzen, möglichst viele Details darzustellen, dann empfehle ich euch eine nicht zu kurze Brennweite. Also es sollten schon mindestens 50 mm sein. Solltet ihr also eins von diesen beliebten Kit-Objektiven benutzen, die gehen meistens so bis 50, 55 mm Brennweite, dann wirklich mal komplett reinzoomen, sodass ihr mit der maximalen Brennweite arbeitet. Ich selber benutze hier ein Makroobjektiv, das ist natürlich der Idealfall und da habe ich vom Canon das 60 mm. Und ich arbeite hier an einer Kamera mit einem sogenannten Crop-Sensor. Das heißt, die Brennweite vervielfacht sich nochmal um den Faktor 1,6, sodass ich hier eine effektive Brennweite von ungefähr 100 mm habe. Und da lässt sich ganz allgemein sagen, das ist eine ziemlich ideale Brennweite für den Bereich Makrofotografie. Ja, was wir natürlich noch brauchen, um gefrorene Seifenblasen zu fotografieren, sind Seifenblasen. Da kauft ihr euch entweder schon so Fertigmischungen, die gibt es für ein paar Cent, oder ihr guckt einfach mal im Internet, was es da für Tipps gibt, wie man sich das Ganze selber anmischt. Ich war in dem Fall faul, habe mir eine fertige Mischung geholt und das sollte für unsere Zwecke vollkommen ausreichen. Ein Tipp, den man immer wieder im Internet liest und den ich euch jetzt auch weitergeben will, ist einfach mal so ein bisschen Zucker mit in diese Mischung reinzumachen. Ein Würfel reicht da schon meistens. Und zwar hat das den Effekt, dass die Seifenblasen gleich viel stabiler bleiben und nicht so schnell platzen. Ich habe natürlich dann dementsprechend viel mehr Zeit, die Einstellung an meiner Kamera vorzunehmen, muss keine Angst haben, dass die Seifenblasen sofort platzen und kann in aller Ruhe fotografieren. Der knifflige Teil ist tatsächlich, eine schöne Seifenblase hinzubekommen, ohne dass die vom Wind weggeweht wird oder platzt. Aber da habe ich auch einen schönen Trick rausgefunden. Statt nämlich diesen komischen Reifen oder wie man das Ding hier auch immer nennen soll, zu benutzen, habe ich mir jetzt einfach einen Strohhalm gegriffen.
Und damit kann ich tatsächlich die Größe der Seifenblase viel besser kontrollieren. Auch das Ablegen der Seifenblase ist mit diesem Strohhalm deutlich einfacher als mit diesem komischen Ding. Aber man kann damit Labyrinth spielen. Ist auch ein Vorteil. Nachdem wir die Seifenblase auf unserem Untergrund platziert haben, dauert es jetzt nochmal so 5 bis vielleicht 30 Sekunden, je nach Umgebungstemperatur, bis die Seifenblase komplett zugefroren ist. So, dann kommen wir jetzt mal zu den Einstellungen. Da sich die Seifenblasen ja quasi nicht bewegen und wir mit dem Stativ arbeiten, ist die Verschlusszeit erstmal relativ unwichtig. Bei diesem Motiv geht es in erster Linie darum, mit verschiedenen Blendenwerten mal mit der Tiefenschärfe zu spielen. Daher empfehle ich euch, für dieses Motiv im komplett manuellen Modus zu arbeiten oder, falls ihr euch das noch nicht zutraut, in einem Halbautomatikprogramm, nämlich der Blendenvorwahl. Da wir vom Stativ aus arbeiten, lassen wir den ISO-Wert so niedrig wie möglich. Das ist hier bei meiner Kamera ISO 100. So, und jetzt könnt ihr die Blende wirklich mal schön weit aufmachen. Mein Objektiv hat zum Beispiel eine Offenblende von 2,8. Da kommt also mächtig viel Licht rein. Tatsächlich bevorzuge ich für dieses Motiv allerdings Blendenwerte zwischen 3,5 und 6,3. Ansonsten wird mein Schärfebereich wirklich zu eng und dann macht das Fotografieren nicht mehr wirklich Spaß. Wenn ihr mit der Blendenvorwahl arbeitet, wird die Kamera die Verschlusszeit selber berechnen und für euch festlegen. Deswegen nennt man die Blendenvorwahl oft auch Zeitautomatik. Wenn ihr komplett manuell arbeitet, müsst ihr die Verschlusszeit natürlich selber noch festlegen. Dabei hilft euch aber der in der Kamera intern verbaute Belichtungsmesser. Wenn ich im Makrobereich arbeite, bevorzuge ich tatsächlich manuell zu fokussieren. Der Schärfebereich ist hier einfach so eng, dass der Autofokus einfach zu oft abrutschen würde. Und das geht dann tatsächlich schneller und präziser, wenn ich manuell fokussiere. Außerdem immer sehr empfehlenswert die Verwendung des sogenannten Live Views, bei dem ihr direkt über das Display der Kamera mit Hilfe der eingebauten Lupenfunktion den Schärfebereich ganz genau einstellen könnt. Ja, totaler Anfängerfehler. Was natürlich immer passieren kann bei so niedrigen Temperaturen, ist, dass der Akku verkackt. Und genau das ist mir jetzt passiert. Mein Akku ist komplett leer. Zeit für mich hier, meine Zelte abzubrechen, nach Hause zu fahren und erstmal einen heißen Kaffee zu trinken. Ah, zurück im Warmen. Die Finger sind jetzt mittlerweile auch wieder einigermaßen beweglich, so dass ich gleich mit der Nachbearbeitung anfangen kann. Wie ihr das Ganze in der Nachbearbeitung noch optimieren könnt, dazu findet ihr natürlich zahlreiche Tipps in meinen anderen Videos. Einfach mal bei mir im Kanal in der Videoübersicht gucken. Insbesondere empfehle ich da das erste Video Fotografieren im Wald. Ein paar hilfreiche Tipps will ich euch aber noch mit auf den Weg geben, bevor ihr entlassen seid. Ihr solltet natürlich darauf achten, dass die Umgebungsluft auch wirklich kalt genug ist. Also wir reden hier von Temperaturen ab 0 Grad oder niedriger. Je kälter die Temperatur draußen, desto schneller und einfacher stellt sich der Effekt natürlich ein und desto mehr Zeichnung bekommt ihr tatsächlich in den Seifenblasen. Ideal ist natürlich immer kaltes, klares Wetter mit einem schönen weichen Licht, also am besten morgens direkt nach Sonnenaufgang losziehen oder abends kurz vor Sonnenuntergang, da habt ihr wirklich das schönste Licht und bekommt optimale Bildergebnisse. Achtet auch wirklich auf einen harmonischen Bildhintergrund, deswegen war ich gerade im Wald unterwegs, damit ich möglichst viele Strukturen, verschiedene Hintergründe, Farbeffekte ausprobieren kann. Wichtig ist nämlich immer, dass euer fertiges Bild interessant wirkt auf den Betrachter, aber dennoch nicht zu chaotisch und einigermaßen aufgeräumt. Noch ein ganz wichtiger Tipp, ihr habt es gerade schon im Verlauf des Videos gesehen, sucht euch wirklich ein windgeschütztes Plätzchen, weil das kann euch wirklich das Leben zur Hölle machen, wenn ihr ständig damit zu kämpfen habt, die Seifenblasen erstmal zu produzieren und dann auch vernünftig abzulegen auf euren Hintergrund. Und was sich eigentlich von selbst verstehen sollte, zieht euch ausreichend warm an, achtet auf Handschuhe, damit die Finger nicht einfrieren, so wie es mir zwischendurch passiert ist. Ja, und bringt natürlich genügend Akkus mit, das was ich heute versäumt habe, und packt die möglichst dicht an den Körper, in die Hosentasche oder Jackentasche. Ihr werdet merken, dann halten die deutlich länger. Und der vielleicht wichtigste Tipp von allen ist immer in der Fotografie, lasst euch nicht stressen, bringt genügend Zeit mit, Geduld, 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 gerade bei der Geschichte dauert manchmal länger als man denkt, also guckt, dass ihr euch da wirklich ein paar Stunden für einräumen könnt.
So, damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Ich hoffe, ihr hattet genauso Spaß, wie ich das hatte, auch wenn ich zwischendurch wirklich meine Hände und Füße nicht mehr fühlen konnte. Ich bin natürlich insbesondere auf eure Ergebnisse gespannt. Das heißt, wenn ihr die ganze Sache auch mal selber ausprobieren wollt, dann postet mir doch bitte in den Kommentaren, wie es funktioniert hat, ob meine Tipps hilfreich waren, was ich noch verbessern könnte. Ich bin da wirklich auf euer Feedback und die Bildresultate von euch selbst gespannt. Ihr dürft mir natürlich, wenn es euch gefallen hat, wie immer einen Daumen hoch geben für dieses Video oder auch einen Daumen runter, wenn es euch nicht gefallen hat. Meinen Kanal bitte abonnieren und dieses kleine Glöckchen anwählen, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video hochlade. Außerdem freue ich mich natürlich immer wahnsinnig darüber, wenn ihr auch bei Instagram vorbeischaut, vielleicht das ein oder andere Bild liked oder mich sogar da abonniert. So, jetzt aber für heute genug gequasselt von meiner Seite. Nutzt das kalte Wetter, schnappt euch eure Kamera, geht nach draußen, probiert es selber aus. Ich bin super gespannt auf eure Ergebnisse und bin jetzt erstmal raus. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.